Hallo und willkommen bei Rüsselsheim. Shinji Schneider, Let's Play Rüsselsheim. Wir haben im letzten Spiel die ersten Scheinwerfer entwickelt und unser erstes Auto, den Leviathan, endlich mal auf einen modernen technischen Stand gebracht. Und wie ihr seht, mittlerweile läuft es recht gut. Ich habe eine 500.000 Dollar auf der hohen Kante. Und da wir uns im Jahr 1911 befinden, ist das scheiße viel Geld. Nicht, dass ich jetzt nicht schon gerne 500.000 auf der Kante hätte, aber ja, hätte gern. Und wir haben den Leviathan ausgebaut und jetzt gucken wir mal, ob sich das neue, teurere Auto auch verkauft. Wow. Ich glaube, das ist der höchste Gewinn, den wir bis jetzt hatten. Und der Leviathan ist komplett ausverkauft. Also, ich glaube, die Leute haben auf Scheinwerfer gewartet, weil vom Leviathan gibt es jetzt kein einziger mehr am Lager. Und das heißt nichts anderes, als dass wir unsere Fabrik massiv erhöhen müssen. Wir müssen jetzt sehr viel mehr Wagen herstellen. Und ja, der technische Fortschritt, der ist immer noch nicht vorhanden. Aber ihr seht, selbst wenn, obwohl ich jetzt recht viel Gewinne mache, meine Konkurrenz rennt mir gewinntechnisch immer noch davon. Was ich ein bisschen schade finde, aber okay. Und der Leviathan, auch wenn ich jetzt mehr produziere, ich meine, ihr seht, ich produziere jetzt fast 80 Wagen pro Monat. Ich verkaufe sie einfach nicht. Der Snob verkauft sich jetzt mittlerweile ganz gut. Der Shadow eigentlich mehr oder weniger auch. Ich mache Gewinne, aber einfach noch nicht so richtig viel. Das ist mir jetzt aber auch egal, weil ich gerade den nächsten Durchbruch hatte, was Motoren anbelangt. Und die Argus-Autos haben mich in puncto Luxus überholt. Das geht doch nicht. Da muss was hin. Da müssen wir was ändern. So kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Los, meine Forscher, macht was. Seid nützlich. Ich habe zwar einen neuen Motor entwickelt, aber das Problem ist, dass ein besserer Motor mir nicht viel nützt, wenn ich ihn nicht verkaufe. Aber die Snobs werden reduziert, das ist sehr schön, während der Shadow aufgebauscht wird. Und bevor ich jetzt den Shadow noch weiter aufbausche für gar nichts, wird der Wagen überarbeitet. Weil wir haben einen neuen Vierzylindermotor hergestellt. Und auch er erhält das neue Sicherheitsfeature, Scheinwerfer. Tragen Sie zwei Minisonnen mit sich herum und erhellen Sie die Nacht. Sehen Sie die Zivilisten, die Sie zu Tode fahren. Ja, ich glaube, mehr Werbung in Europa ist eigentlich gar keine schlechte Idee, damit ich in Europa auch ein bisschen was verkaufe. Was, wenn ihr übrigens darauf achtet, auf die technischen Daten, ihr seht, der neue Wagen fährt ganze 0,02 Meilen pro Stunde schneller. Also der neue Motor ist eigentlich richtig lächerlich, aber ihr seht, wie extrem weit Shadow jetzt gefahren ist, verglichen mit dem alten Wagen. Und das ist auch der Grund, warum Shadow jetzt einiges teurer wird. Und zwar weltweit. Und wir haben gesagt, Werbung in Europa hochfahren. Und das halte ich für eine super Idee. Und zwar gehen wir gerade voll aufs Ganze. 2.500 Dollar. Und dasselbe machen wir in den USA jetzt auch. Wir haben gerade
die Werbekosten verdreifacht. Mal schauen, ob es mit Erfolg ist. Nee, keine Sau in Nordeuropa will meine Autos. Das ist okay. Oh, was sehen wir hier? Ich habe wieder einen neuen technischen Vorsprung im Bereich der Motoren erreicht. Ah, okay, das war der Vierzylinder. Gut. Also kein wirklich großer technischer Vorsprung. Aber im Moment, ihr seht, ich stelle immer noch mehr Leviathans her, als ich... Also immer noch gleich viel her, wie ich verkaufen kann. Also weniger her eigentlich, als ich verkaufen könnte. Der Shadow verkauft sich richtig mies. Also da war die Preissteigerung eine richtig blöde Idee. Deswegen wird der Preis auch wieder reduziert. Auf 900 Dollar. Und mal schauen, ob er sich jetzt verkauft. Es hat sich gar nichts verändert. Das heißt, der Shadow verschwindet jetzt aus der Produktionslinie. Und weicht wieder einen weiteren Leviathan, weil ich muss mehr Leviathans herstellen. Man produziert immer das, was Geld gibt. Und wir haben endlich einen Durchbruch erzielt in puncto Luxus und in puncto Bremsen. Und da wir im Moment keinen einzigen Leviathan auf Lager haben, ist es an der Reihe, dass sie den Leviathan auf die nächste Stufe heben. Mit den ersten Luxusgütern, wie einer Windschutzscheibe. Hören Sie auf, Fliegen zu fressen. Genießen Sie den Luxus einer Scheibe. Und natürlich ein Motor, der sehr viel mehr der sehr viel länger durchhält. Und ich möchte es hier erwähnen, in meinem aktuellen Comedy-Programm, Der Auserwählte, erzähle ich ja unter anderem von Computerspielen, bei denen es nur noch eine Runde geht. Also nur noch eine Runde, nur noch eine Runde. Ich spiele jetzt nur noch einen Monat, ich spiele jetzt nur noch kurz einen Durchgang. Und dieses Spiel ist genau so ein Spiel. Das Essen ihrer Frau? Nein! Denn dank den Scheinwerfern sehen sie, was sie essen und sie können es rechtzeitig aus dem Auto werfen. Und ich, wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass ich meine Spiele speichere. Weil, wir wollen keinen Absturz. Wow! Und ihr seht, meine Gewinnspanne hat sich gerade extremst erhöht. Auf 92.000. Und der Grund ist, dass sich der Leviathan 145 Mal verkauft hat. Und damit immer noch öfter, als ich ihn produzieren kann. Also im Moment komme ich mit dem Herstellen meines Leviathans nicht hinterher und das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, im Moment, ist meine Produktion zu verdoppeln. Sprich, ich weise jetzt jedem Produktionsband nochmal zwei Montagearbeiter zu. Ich bin also somit einer der größten Arbeitgeber Amerikas. Ich habe 200 Mitarbeiter. Okay, nicht ganz. Ich habe über 500 Mitarbeiter. Danke, Jin. Die Windschutzscheibe fängt die Fliegen für Sie. Sie können auswählen, was Sie essen möchten. Ja, eigentlich ist es, das ist keine schlechte Idee, noch in einem anderen Land Büros zu eröffnen.
Vor allem, wir sehen ja, wir steuern auf das Jahr 1914 zu. Und ich vermute, ihr wisst alle noch, was 1914 in Europa passiert ist. Dementsprechend werde ich jetzt in den Südosten der USA expandieren. Und zwar direkt ganz groß mit 4 Verkaufsbüros. Und wir erhöhen den Preis ein wenig für den Leviathan, weil der ist jetzt mittlerweile doch ein bisschen wertvoller. Der Shadow verkauft sich eh beschissen, also bleiben wir hier bei 950 global. Und der Snob, ja, der Snob kann eigentlich bei seinen 1250 bleiben. Also ich werde sicher auch noch in Russland später verkaufen, aber einfach im Moment ist es mir lieber, wenn ich nicht nach Russland gehe, weil die Russen sind böse. Und wir haben Flüssigkühlung in den meisten neuen Autos. Etwas, das ich jetzt schon seit etwa 2 Jahren habe, steht jetzt allen anderen Wagen, allen anderen Autoherstellern zur Verfügung. Oh, und Sieger KG ist mir voraus, was Federung anbelangt. Verdammt. Das darf nicht sein. Das müssen wir korrigieren. Und wir korrigieren das, indem wir noch mehr forschen. Weil was meine Konkurrenz macht, das ist euch vermutlich schon aufgefallen, sie fokussieren sich auf einzelne Forschungsgebiete, während ich einfach in alles investiere. Ich habe keine Prioritäten, ich forsche einfach nach allem. Und schauen wir mal, wie sich's bei uns verkauft. Südosteuropa verkauft nichts. Null. Die wollen nichts wissen von mir. Was hat Südostamerika gegen mich? Ah. Okay. Fuck. Es hat niemand gesehen, dass ich die letzten 2 Monate extrem viel Kohle in Südostamerika für Werbung ausgegeben habe. 4 Verkaufsbüros eröffnet habe, aber vergessen habe, meine Autos nach Südosteuropa zu schicken. Ich fühle mich gerade wie Nintendo bei dem Classic NES. Idiot. Da sieht man mal, was man verkauft, wenn man die Autos auch wirklich dahin schickt. Welches Auto verkauft sich am besten in Südosteuropa? Südost-USA natürlich. Natürlich Leviathan, aber es ist interessant, wie der Shadow sich fast gleich gut verkauft wie in den Nordost-USA. Sieger KG hat die größten Gewinne erzielt. Das ist mir egal. Das ist mir so egal. So egal, dass mir das eigentlich gar nicht egal ist. Arschlöcher. So, und wir haben bereits den nächsten Motor entwickelt. Vor allem habe ich momentan das Problem, dass ich zu viele Snobs
herstelle. Ich komme gar nicht mit dem Verkauf des Snobs nach, während ich beim Leviathan immer noch zu viel, immer noch nicht genug produziere. Das heißt, wir werden hier aufhören, den Snob zu produzieren und produzieren auch hier den Leviathan. Also jetzt heißt es nur noch Resteverkauf beim Snob und beim Shadow. Nordost-USA oder Südost? Wir sagen wir Nordost-USA. Ich bin jetzt gierig, was Werbung anbelangt. Und wir haben noch viel mehr Gewinne eingefahren, also wir haben endlich den Punkt erreicht beim Leviathan, dass wir mehr verkaufen, als wir dass wir mehr produzieren, als wir verkaufen können. Ist natürlich ein bisschen schade, aber damit habe ich gerechnet. Was ich jetzt noch mache, ist, nein, die Verkaufsbüros erhöhen. Und bald sollten wir den nächsten großen technischen Fortschritt erreichen. Deswegen überspringe ich jetzt momentan ein paar Wochen. Also ein paar Monate, ohne wirklich groß nachzugucken, was ich mache. Während meine Gewinne einbrechen. Genau, weil wir verkaufen jetzt weder Shadow noch Snob natürlich, weil wir einfach keine Kapazitäten mehr haben, um sie herzustellen. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, das zu ändern, und zwar indem wir beide wieder herstellen. Aber was ich jetzt mache, ist, ich stelle die Hälfte der Arbeiter bei beiden Waren frei und übertrage sie stattdessen auf die anderen Förderbänder. Und weil im Moment die Lager sowohl für den Snob als auch für Shadow leer sind, wird es Zeit, dass der liebe Snob mal auf den Vordermann gebracht wird. Weil es kann ja nicht sein, dass ein Luxuswagen über keinerlei Luxus verfügt. Und deswegen kommt jetzt eine Trommelbremse hinein. Er wird der erste Wagen mit einem Vierzylinder gegenüber, was auch immer das ist. Er erhält Scheinwerfer, damit er sieht, wo er hinfährt. Und er erhält den nächsten technischen Durchbruch, ein Stahlcockpit. Damit, wenn er schon gegen die Wand fährt, sich nicht das schöne Windschutzschild, sich nicht die schöne Windschutzscheibe zerbeult. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell fährt dieser Wagen. Wir haben ja gesehen in der Vergangenheit, Maximalgeschwindigkeit 22,49 Meilen pro Stunde. Und er ist langsamer. Und die Spur halten kann er immer noch nicht. Aber es ist ein Wahnsinnsauto. Und dasselbe machen wir jetzt natürlich auch bei unserem lieben kleinen Shadow. Wird auch Zeit, dass er auf den nächsten technischen Stand geschubst wird. Echt? Also ich muss ehrlich sagen, Kaoru, ich habe keine Ahnung von Autos. Ich bin froh, dass ich weiß, wo man das Scheißteil tankt. Also von daher kann schon sein, dass es die Sicherheit erhöht. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Wagen prinzipiell ausbricht. Weil der beste Motor hilft dir nichts, wenn du keine Federung hast.
So, und jetzt schauen wir mal, wie sich die Wagen jetzt verkaufen. Zumindest nicht besser als Sieger KG. Aber unsere Verkäufe sind hoch und vor allem Nordeuropa hat richtig fett zugelegt, was Verkäufe anbelangt. Das ist nicht schlecht, das ist überhaupt nicht schlecht. Das heißt nämlich, dass ich noch mehr produzieren muss und damit habe ich eigentlich auch schon fast meine ganzen Gewinne wieder in Nordamerika verhauen. Aber das ist gut, im Moment baue ich weder ein Lager für Shadow noch für Snob auf. Dafür baue ich ein Lager von Leviathan auf wieder. So viel Arbeit. Öffnen wir einfach mehr Verkaufsbüros in der Nordost-USA. Und gucken wir, ob wir mehr verkaufen können. Und wir haben eine Blattfederung. Das ist, worauf ich gewartet habe. Das ist, was ich unbedingt erreichen wollte. Wir haben jetzt eine Blattfederung. Und ihr habt vorhin immer gesehen, wenn wir die Tests gemacht haben. Wir hatten 0,16. Wir hatten... wie heißt das? Bodenhaftung von 0,16. Das ist extrem wenig. Und jetzt baue ich den Wagen aus. Mit einer Blattfeder. Und einem Stahlcockpit. In einer Windschutzscheibe. Weil jetzt, das ist das Interessante, wenn man die Federung einbaut, verbessert sich alles. Die Beschleunigung verbessert sich, also vor allem das Bremsverhalten verbessert sich, aber auch das Fahrverhalten, die Straßenlage. Er fällt zwar immer noch raus, aber sie hat sich wenigstens ein wenig verändert. Und ja, genau, ich könnte mehr Forscher umverteilen, um die Federung schneller zu erforschen, aber ich muss ehrlich sagen, die Federung wird sich erst die zweite oder die dritte Federung wird diejenige sein, die sich wirklich lohnt. Und ja, du hast recht, ich muss nachher direkt die Preise anpassen, jetzt wo ich eine Blattfeder drin habe. Also die Wagen werden nachher alle teurer und zwar gehe ich nachher etwa 50% mit den Preisen hoch. Weil im Moment, ich verkaufe so viele Wagen. Von daher wird es sich auch lohnen, ein bisschen Kohle zu machen. Und ja, ich kann eigentlich diese Testphase hier überspringen. Ich war nur bis jetzt immer zu faul, es zu tun. Alles testen. 99,42. Also der Snob ist jetzt wirklich quasi das beste Auto auf dem Markt. Und das wird sich jetzt auch im Preis widerspiegeln. Und zwar, indem er jetzt weltweit $2000 kostet. Der Leviathan kostet weltweit $1500. Und der Shadow auch. Und natürlich habe ich Mist gebaut. Modell 1500. Modell 1500. Weil sonst wäre der Preis nur in Nordost-USA dasselbe. Aber wir haben immer noch Gewinne gemacht und schauen wir uns mal an, wie sich die Wagen verkaufen. Der Leviathan hat sich recht schlecht verkauft, aber der Shadow und der Snob haben sich super verkauft. Das heißt nichts anderes, als wir reduzieren wieder etwas die Kapazität beim Leviathan.
erhöhen die Kapazität bei Shadow und beim Snob. Und wir passen die Preise an beim Leviathan. Und zwar auf $2000. Hä? Warum gehst du höher mit dem Preis? Der Grund ist relativ simpel. Wir haben gesehen, ich habe vom Leviathan insgesamt 171 Stück verkauft. Jetzt bin ich mit dem Preis hochgegangen. Und ich habe nichts verkauft. Also jetzt wissen wir, dass der Preis zu hoch war. Also gehe ich jetzt mit dem Preis runter auf 1250. Wir schauen nochmal nach. Und wir haben wieder etwa 170 verkauft. Also 1200 ist so der Preis, den man dafür noch verlangen kann. Und das war jetzt der höchste Gewinn, den ich bisher hatte. Auch weil ich mehr Wagen verkauft habe. Und wir klicken weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Weil wir nähern uns jetzt einem großen Ereignis. Für alle Leute, die geschichtstechnisch interessiert sind, wir nähern uns jetzt dem März, April 1914. Das ist ein sehr signifikantes Datum. Ich verkaufe gar nicht mehr so viel, wie ich wollte. Ich muss mit den Preisen runter. Global minus 20%. Ausverkauf. Und die anderen Wagen haben jetzt auch eine Trommelbremse. Sorry für diese komischen Geräusche, aber eventuell fällt euch auf, was meine Forscher gerade entwickelt haben. Wir haben den ersten 6-Zylinder-Motor erstellt. Hallo Jackie. Und damit haben wir natürlich wieder einen Vorsprung durch Technik, den ich sofort ausnutze. Weil der 6-Zylinder-Motor, das ist jetzt eine massive Steigerung gegenüber dem 4-Zylinder-Motor. Weil ihr seht, bis jetzt haben unsere Autos eine Höchstgeschwindigkeit von 22,4 Meilen pro Stunde erreicht. Und jetzt fahren unsere Autos 63 Meilen pro Stunde. Um das mal in den Vergleich zu setzen. Stellt euch vor, ja, wie kann ich das erwähnen? Deutsche Autobahn. Standardgeschwindigkeit, die man da erreichen kann im Moment. Also was ich schon gesehen habe, waren Leute, die so mit 250 Sachen an uns vorbeigefahren sind. Und ich habe gerade jetzt ein Auto entwickelt, einen Sportwagen, der nicht mit 200 Sachen fährt, sondern mit 600 Sachen. Ich glaube, der wird sich gut verkaufen. Und ihr seht, die Herstellungskosten des Autos hatten sich massiv verändert. Also mittlerweile kosten die Wagen
das drei- oder vierfache von dem, also nicht doppelt so viel, wie sie ursprünglich gekostet haben. Aber sie sind mit Abstand die schnellsten, die es je gegeben hat. Und das Spiel ist abgestürzt. Fuck. Shit. Und jetzt kommen wir in die... Ah, scheiße. Okay, ich breche hier ab für meine lieben YouTube-Zuschauer. Wir sehen uns das nächste Mal.